Die Bundesbank verabschiedet heute ihren langjährigen Präsidenten Jens Weidmann und begrüßt den neuen an der Spitze Joachim Nagel. Am Vormittag begann eine Feierstunde, bei der die Gäste zugeschaltet wurden. Weidmann gibt das Amt vorzeitig ab, aus persönlichen Gründen. Kein Geheimnis ist, dass er ein geldpolitischer Falke ist, stabilitätsorientiert und dass er den Kurs der Europäischen Zentralbank kritisch sieht, die eine lockere Geldpolitik verfolgt. Sein Nachfolger, Nagel, war schon früher einmal bei der Bundesbank. Er gilt als ausgewiesener Finanzmarktexperte. Was von dem 55-Jährigen zu erwarten ist, darüber hat mein Kollege Klaus-Rainer Jakisch aus unserer Börsenredaktion mit dem Chefvolkswirt der ING-Bank Carsten Bürski gesprochen. Ja, wir wissen eigentlich gar nicht so viel über Joachim Nagel, denn er ist in den letzten Jahren nicht aufgefallen mit irgendwelchen Aussagen zur Geldpolitik. Wir können nur annehmen, dass jemand, der in der Bundesbank groß geworden ist, der lange im Vorstand gesessen hat, einfach auch für eine Kontinuität steht. Also für die traditionelle Bundesbank-Sichtweise auf Geldpolitik, das ist ja nicht eine ganz andere Sichtweise als die der EZB, wo man halt vor allem auseinandergeht in den Meinungen, ist die Tatsache, sollte man diese unkonventionellen Maßnahmen, wie das Anleihenkaufprogramm einsetzen. Da war Jens Weidmann in der Vergangenheit häufig nicht einverstanden mit Draghi und mit Lagarde. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch durch Nagel fortgesetzt werden. Also eine Abkehr von der unkonventionellen Geldpolitik und ein bisschen die Rolle des stabilitätsorientierten Mahners spielen. Das sollte die Aufgabe von Joachim Nagel sein. Jens Weidmann, Sie sagten es schon, gehört einer Gruppe im EZB-Rat an, die man allgemein als die Falken bezeichnet. Das sind sozusagen die, die wirklich eher eine konservative Geldpolitik betreiben, in dem Sinne, dass sie eben eine sehr strikte Geldpolitik betreiben und eben dann auch vor allen Dingen auf das Inflationsziel achten. Diese Gruppe ist aber nicht mehr so ganz stark in der EZB. Gehen Sie davon aus, dass Nagel eher dazu neigt oder wird er eher so eine Zwischenrolle zwischen diesen Falken und den Tauben, wie man die anderen eher die Gruppe nennt, die eben eine lockere Geldpolitik betreibt? Ich denke, er wird zu den Falken gehören. Und was auch noch wichtiger ist, ist, wie er kommuniziert. Wie tritt er auf? Wir dürfen nicht vergessen, die Bundesbank und auch Joachim Nagel hat nur eine Stimme innerhalb des EZB-Rates. Also es geht nicht darum, wer Recht hat oder wer nicht Recht hat, sondern es geht auch ein bisschen darum, das europäische Spiel zu spielen, zu verstehen, woher die anderen Notenbankpräsidenten herkommen, was sie wollen. Also hier ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen kompromissorientierter sein, nicht zu stark nach außen den Mahner spielen, weil das schätzt man innerhalb der EZB auch nicht. Was natürlich positiv aktuell ist, ist, dass diese Falken nicht mehr die einsamen Rufer in der Wüste sind, denn die Situation hat sich komplett verändert. Bis zur Jahresmitte 2021 waren das die einsamen Rufer. Jetzt haben wir eine immer mehr höhere Inflationsrate. Wir haben eine EZB, die ja auch den Einstieg in den Ausstieg angekündigt hat im Dezember. Also die Ausgangssituation für Joachim Nagel und für die anderen geldpolitischen Falken war eigentlich nie besser, als sie aktuell ist. Lassen Sie uns noch mal einen ganzen Moment bei der Position Deutschlands im EZB-Rat bleiben. Jens Weidmann war ja eben einer dieser Mahner, einer dieser starken Falken, wenn man es einmal so nennen darf, auch der Anführer vielleicht dieser Gruppe. War das vielleicht auch problematisch, um einen Konsens zu finden? Denn er hat ja manchmal angeeckt. Jens Weidmann hat angeeckt und das war auch seine Aufgabe. Ich meine, als Bundesbankpräsident muss man eigentlich mindestens zwei Rollen spielen. Man muss nach außen hin, jetzt vor allem für das deutsche Publikum, die Rolle des stabilitätsorientierten Mahners spielen. Innerhalb der EZB wird einem so etwas nicht in Dank abgenommen, denn dann sitzt man mit den anderen Notenbankpräsidenten, mit den Mitgliedern der EZB an einem Tisch. Wenn man da nicht versucht, auch einigermaßen konstruktiv zu sein, sondern einfach nur der ewige Mahner ist, immer nur Kritik hat, dann wird man irgendwann an die Seitenlinie geschoben. Und das ist bei Jens Weidmann passiert, was schade ist, denn die inhaltlichen Beiträge waren super. Die waren ausgezeichnet. Und das ist die Aufgabe für Joachim Nagel. Er kommt von der Bundesbank mit unheimlich guten Leuten. Er wird unheimlich gut vorbereitet in diese EZB-Treffen gehen. Aber er muss dafür sorgen, dass ihm wieder zugehört wird, dass die Diskussion innerhalb der EZB halt nicht mehr eine religiöse Diskussion ist, aber halt eine auf Argumenten basierte Diskussion. Schlechte Nachrichten für den deutschen Schiffbau zu Jahresbeginn. Gestern haben die MV-Werften in Mecklenburg-Vorpommern und die Bremerhavener Lloyd-Werft Insolvenz angemeldet. Beide Unternehmen gehören zum Konzern Genting Hongkong, der in Schwierigkeiten steckt. Darüber spreche ich jetzt mit Melanie Böff aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Ja, allein bei den MV-Werften geht es ja um 1.900 Arbeitsplätze. Wie geht es für die Beschäftigten jetzt weiter?
Ja, für die Beschäftigten gerade in Bremerhaven, das sind da noch mal rund 300 und natürlich alle Beschäftigten aus Mecklenburg-Vorpommern, ist das jetzt natürlich eine wahnsinnig unsichere Situation. Keiner weiß, wie es weitergeht und vor allem ist das natürlich auch alles vor dem Hintergrund, dass schon im Dezember keine Löhne mehr gezahlt wurden. Für die MitarbeiterInnen könnte es jetzt sogenanntes Insolvenzgeld geben von der Bundesagentur für Arbeit. Das könnte für die nächsten Wochen vielleicht als Überbrückung dienen. Wie es dann allerdings weitergeht, das muss man wirklich sehen. Und das hängt natürlich erstens von dem Insolvenzverwalter ab, der jetzt eingeschaltet wird. Und das hängt natürlich aber auch ab von Bund und Land. Denn das Land steckt ja auch schon mit einer Kreditbürgschaft von über 300 Millionen Euro in der Sache drin. Nun hat Genting die Werften ja erst vor wenigen Jahren übernommen. Wie kann es da sein, dass jetzt scheinbar kein Geld mehr da ist? Nicht mal um den Bau eines Kreuzfahrtschiffes, das noch nicht zu Ende gebaut ist, zu Ende zu bringen? Ja, das ist eine gute Frage. Was man zumindest weiß, ist, dass Genting diese Werften gekauft hatte damals, um eben Schiffe zu bauen für den eigenen Konzern. Denn Genting ist vor allem auch im Bereich Tourismus und Glücksspiel tätig. Und tatsächlich muss man aber sagen, dass diese beiden Bereiche natürlich von der Corona-Krise besonders getroffen wurden. Allerdings sagen auch Experten, dass dieses Geschäftsmodell, also quasi Schiffsbauer und zugleich Eigner und Betreiber von Schiffen zu sein, schon vor der Krise nicht wirklich gut funktioniert hat. Damit die Global Dream, so heißt ja dieses große Kreuzfahrtschiff für 10.000 Passagiere, zu Ende gebaut werden kann, da sollte ja eigentlich der Bund mit 600 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds einspringen. Ist das eigentlich passiert? Nein, das ist nicht passiert, weil man sich da tatsächlich am Verhandlungstisch nicht einigen konnte. Nämlich Bedingung für dieses Rettungsgeld, für dieses Geld des Bundes war, dass sich Genting mit 10% Kapital beteiligt, also 60 Millionen Euro. Normalerweise sind eigentlich 20% üblich und das wollte oder konnte Genting nicht zahlen. Wenn man sich das ganz große Bild anguckt, da fällt schon auf, es ist nicht die erste Pleite der Werften in Mecklenburg-Vorpommern, Bremer Vulkan, AP Möller, die P&S-Gruppe Nordic Yards, viele Umbenennungen und Eigentümerwechsel. Warum hat kein Investor die Werften auf Kurs bringen können? Man muss natürlich sagen, dass der Schiffbau in Deutschland in einer wirklich schon länger anhaltenden strukturellen Krise steckt. Vieles ist in den asiatischen Raum abgewandert und man hat auch, so sagen es zumindest Branchenkenner, so ein bisschen verpasst, die Werften auf das vorzubereiten, was da kommt in Zukunft, in Richtung klimaneutrale Schiffe, in Richtung Offshore-Plattformen bauen. Und das sagen eben auch Leute gerade für Mecklenburg-Vorpommern, dass man das so ein bisschen versäumt hat, sich da richtig vorzubereiten. Allerdings, wenn wir über die Zukunft sprechen, über Offshore-Plattformen, klimaneutrale Schiffe, sieht zum Beispiel der Verband für Schiffbau und Meerestechnik genau hierin jetzt eine Chance. Wie das allerdings in diesem ganz konkreten Fall jetzt weitergeht für die Werften und die zahlreichen MitarbeiterInnen, das müssen wir jetzt wirklich abwarten und schauen, was die Insolvenz bringt. Und damit vielen Dank, Melanie Böff aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion. Sehr gerne.